Hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Infovideo. Ja, worum geht's? Es geht darum, dass die letzten Tage kein Video kommt, die letzten Wochen. Allerdings werdet ihr die Altheiten gleich erfahren, ja. Wir spielen heute nämlich etwas auf dem Server New Dawn, ja. Und zwar EasyDD-DM. Ja. Mal gucken, wie gut ich bin. Also, ich weiß es eigentlich so ungefähr, es geht. Ja. So, ja, die letzten Tage kamen keine Videos. Woran lag das? Das Ganze lag. Ich muss mal hier kurz. Alles liegt im Weg. So, jetzt aber. So, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, wie ihr ziemlich sicher gemerkt habt, hoffe ich jedenfalls, kamen die letzten Tage bzw. Wochen keine Videos. Ja, das Ganze lag daran, das Ganze hat an den Ferien angefangen, ja. Und zwar mit meinem Schlafrhythmus, ja. Den habe ich so dermaßen zerstört, dass einfach nichts mehr ging. Also es war wirklich Ende für immer, ja. Ich hatte keine Tageszeit mehr, zu der ich wach genug war, Videos aufzunehmen und niemand sonst, also meine Mutter, geschlafen hat, so dass ich auch hier in Ruhe reden kann, ja. Es war einfach nicht möglich, ja. Es hat einfach nicht funktioniert, so. Dann nach der Schule wieder angefangen und der Schlafrhythmus geht natürlich weiter, ne? Ich bin jede Nacht schon bis 3 Uhr wach und schlafe dann den Nachmittag durch. Dabei kommt raus, man hat keine Zeit, ne? Und ich denke, es dürfte verständlich sein, damit ich auch mal etwas Freizeit für mich haben will, ja? Und nicht jede freie Minute in YouTube stecken kann. Oder will, ja? Ich meine, warum? Ist ja nur ein Hobby und so, ja? Das hört sich so herablassend an. Ach, was weiß ich. Naja. Und ja, jetzt, wo ich vor ungefähr einer Woche meinen Schlafrhythmus wieder so in den Griff bekommen habe, dass ich theoretisch wieder Videos hätte machen können, kam Far Cry raus. Ja, und das war dann letztendlich noch der Stoß, der mich dazu gebracht hat, erst jetzt wieder Videos zu machen. Denn ich habe die letzten 5 Tage nur Far Cry gespielt, ja. Also ich habe wirklich jede freie Minute mit Far Cry verbracht. Das war richtig Premium, ja, weil das Spiel ist richtig Premium. Und jetzt habe ich es auch durch, ja, deswegen mache ich jetzt wieder Videos. Wie unerwartet, ja. Und ja, deswegen kommen jetzt wieder Videos und irgendwann kommen mehr Videos und so. Nein, ja, das Infovideo wird jetzt wahrscheinlich heute oder morgen, also heute Sonntag, eventuell auch erst am Montag hochgeladen. Ja, und dann mal gucken, wird es wahrscheinlich auch sehr bald wieder mit den normalen Let's Plays weitergehen. Also mit Life Dream und Minecraft bin ich noch überlegen. Eventuell nutze ich diese Gelegenheit auch gleich, um das Projekt zu beenden, weil ganz ehrlich, ich meine, wir wissen alle, dass das nirgends hinführt, ja, das sind immer noch Aufnahmen von vor 3 oder 4 Monaten, ja. Also, und ich meine, ich nehme auch nichts mehr Neues auf in diesem Projekt, ja, also das ist inzwischen echt unglaublich unnötig geworden, deswegen will ich stark überleben, ob ich das Projekt einfach beende. Ja, dann war es jetzt auch mit diesem Info-Video. Ja, ich hoffe, euch hat das Hintergrund-Gameplay gefallen. Auch wenn das irgendwie ziemlich noobig war. Übrigens, ich habe den Hunter nicht bekommen, weil ich den Hunter nicht bekommen will. Sonst hätte ich nämlich, ja, nicht mehr weiter probieren dürfen. Ja, sonst hätte ich nämlich immer die Meldung bekommen, weil ich die Strecke nochmal fahren hätte wollen. Dass ich den Hunter schon bekommen habe, diese Runde, und ich deswegen nicht mehr fahren kann. Und ich dachte mir, warum denn den anderen zuschauen, wenn ich fahren kann, ja? Also so ganz so dubi bin ich doch da nicht. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich bald bei den nächsten Videos wieder. Bis dann und tschüss.